Und damit herzlich willkommen zu The Legend of Zelda The Ultimate Trial. Eine Ocarina of Time Mod, die dieses Spiel in eine neue Dimension hebt. Ich hoffe, mein Trailer hat euch da einen guten ersten Eindruck gegeben. Und da mir dieser ohnehin schon anspruchsvolle Mod einfach zu einfach ist, gibt es diesmal sogar zwei Unglücksräder, wie ihr im Trailer schon sehen konntet. Ja, ich bin euer Zelda-Junge und ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Namen Link in das Intro. Zu den Todesrädern oder Unglücksrädern werde ich euch dann dementsprechend nochmal ein bisschen mehr erzählen nach dem Intro. Aber nun legen wir erstmal los. Dieser Weg. Es ist so frustrierend. Wir sind komplett verloren. Wie sind wir hier gelandet? Ich hätte schwören können, dass wir gerade die Weißen freigelassen haben. Jetzt mussten wir Ganondorf besiegen. Außerdem ist unsere Ausrüstung weg und deine Lebenskraft ist erschöpft. Wir wurden verflucht. Wir haben jetzt nur dein Schwert und dein Schild. Ha, warum können wir uns an nichts erinnern? Wir müssen hier raus. Ich will hier weg. Wir sind in den verlorenen Wäldern, haben sämtliche Ausrüstung verloren, unsere Erinnerungen sind weg. All das ist passiert, nur unser Begleiter Navi ist noch bei uns und unser Schwert und unser Schild ist hier. Und nun sind wir auf einer ganz neuen Ebene angekommen, in den verlorenen Wäldern, die wir vorher noch nie gesehen haben. Da drüben ist übrigens eine Schatzkiste, das sollte man uns schon mal merken. Für später. Und nun gehen wir tiefer in den Wald. In einen Ort ohne Wiederkehr. Sinnoh-Link, es sieht so aus, als hätten wir es endlich geschafft. Da ist ein seltsames Gebäude. Sei vorsichtig, Link. Wenn du Leute triffst, kann ich dir mit C hoch etwas über sie erzählen. Das ist erstmal wichtig, auf jeden Fall. Dass wir wieder mit Leuten sprechen können, wenn ich welche sehe. Ja, Leute, wir haben den Eingang zum Bergfried oder zur Festung gefunden. Und ein merkwürdiges Gebäude mitten im Wald, das ist sehr vertrauenserweckend. Gehen wir mal rein. Shibas Festung. Oh, es sieht aus, als hätten wir einen Besucher. Ich fühle eine starke Seele in dir. Was bringt dich an diesen Ort? Ich bin nicht sicher.
Wir haben uns vorbereitet, gegen Ganondorf zu kämpfen. Ich erinnere mich, dass wir alle Medaillons erlangt haben, aber danach ist alles verschwommen. Wir endeten in den verlorenen Wäldern, endlos umherwandernd. Das meiste unserer Ausrüstung ist verschwunden. Wir wissen nicht, was mit uns passiert ist. Ich verstehe. Und dann habt ihr diesen Ort gefunden. Dann erlaubt mir, euch einiges zu erklären, um eure Verwirrung etwas zu lindern. Ihr seid an einem Ort tief in den verlorenen Wäldern. Dort, wo Leute hinkommen, die verloren gingen. Viele, die von Ganondorf fliehen, sind hier gelandet. Das ist ein verwunschener Ort. Wer ihn betritt, darf ihn nicht mehr verlassen, damit niemand zurück in die verlorenen Wälder geht und für immer verloren geht. Du hast deine Erinnerung verloren. Du hast deinen Besitz verloren. Du hast deine Stärke verloren. Du hast deinen Mut verloren. Hier kann es passieren, dass du dich selbst verlierst. Hier bist du nichts. Zum Glück hast du noch dein Schwert, Schild, Fee und dich selbst. Ich glaube nicht, dass du bereit bist, gegen Ganondorf zu kämpfen. Nein, ich glaube nicht, dass du es jemals warst. In dir steckt noch mehr. Wenn du deine Stärke beweist, werde ich alles tun, damit du gehen kannst. Du musst alles tun, was du kannst. Stelle deine Stärke wieder her, deine Ausrüstung und deine Fähigkeiten. Komm und kämpfe bis zum letzten Atemzug. Du musst die 3 Trials hinter mir abschließen und die Steine in ihnen erhalten. Sie sind der Beweis für deine Stärke. Eine Vielzahl an monströsen Kreaturen erwartet dich in den Hallen. Jeder Raum geht tiefer und ist gefährlicher als der andere. Es gibt hier viele Geschäfte und Leute, die bereit sind, dir bei deinen Vorbereitungen für den Trial zu helfen. Hier kannst du nicht sterben. In diesen Wänden stehst du unter dem Schutz der Göttin Halja. Immer und immer wieder musst du kämpfen. Du kannst alles behalten, was du gewinnst, aber beginnst jedes Mal wieder von vorne. Wenn du alle Steine aus den Trials erhalten hast, wirst du das Geheimnis erfahren, welches an diesem Ort versteckt ist. Mein Name ist Shiba. Ich bin der Beschützer dieser Festung. Als Willkommensgeschenk nimm das. Sehr geil. Erstmal schön zum Anfang einen Bumerang erhalten. Ein super wichtiges Item. Komm und finde mich, wenn du alle Trials gemeistert hast. Ich werde auf dich warten. Viel Glück. Jo, und damit starten wir in Shibas Festung. Und ihr habt schon gemerkt, es ist auf jeden Fall ein etwas anderes Game. Es wird nun so ablaufen, wir können nun verschiedene Trials, was Prüfung heißt, betreten. Und diese Prüfungen bestehen ähnlich wie in anderen Zelda-Spielen, wie zum Beispiel in Twilight Princess die Trillhöhle, aus mehreren Ebenen voller Monster. Und diese müssen gemeistert werden, um stärker zu werden. Ihr seht, wir sind relativ schwach jetzt am Anfang. Wir haben 3 Herzen. Und wenn wir diesen Trial betreten, bin ich mir zu 100% sicher, dass wir irgendwo sterben werden. Und wir werden von diesen Monstern, die wir in den Trial töten, Rubine erhalten. Diese werden wir behalten. Und sollten wir sterben, landen wir wieder am Anfang des Trials. Die Rubine behalten wir und können uns damit Ausrüstung kaufen, mit der wir stärker und besser
in den Trial, in die Prüfung zurückkehren werden, bis wir diese abschließen. Das ist quasi der Sinn und der Lauf des Spiels. Genau. Da das ja alles zu einfach ist, habe ich auch noch Todesräder hier drinnen installiert. Dazu werde ich euch gleich noch eine Erläuterung geben. Erstmal der Typ hier. Mit dem quatschen wir nochmal kurz. Ich werde euch einfach mal die Kurzfassung geben. Der Typ, der belauscht gerne Leute oder hört gerne Leuten zu und beobachtet sie gerne. Auf jeden Fall wird uns dieser Typ immer sagen, wenn neue Leute hier in die Festung kommen, und wird uns mitteilen, wo die sich befinden und was die so machen. Genau. Man kann das auch immer sehr gut erkennen. Ihr habt ja eben gesehen, der hat ein Ausrufezeichen über den Kopf. Und sollten wir irgendwo Menschen sehen, die dieses Ausrufezeichen über dem Kopf haben, sollen wir sie ansprechen. Außerdem kann man im Hauptmenü den Schwierigkeitsgrad des Spiels ändern, falls es uns zu langweilig ist. Und ihr habt ja schon gemerkt, mir ist es zu langweilig. Ich habe hier ordentlich was vorbereitet und dem werden wir auf jeden Fall erstmal nachgehen. Dieses Spiel ist für mich übrigens fast blind. Es gibt hier verschiedene Ebenen von Prüfungen. Das hier ist jetzt zum Beispiel die erste Prüfung. Bist du interessiert an dieser Prüfung? Sie ist relativ leicht, aber bist du sicher, dass du sie machen möchtest? Hinter mir befindet sich die Kindprüfung. Die hat 25 Stockwerke voller Monster, die wir schaffen müssen. Ja, wenn wir die Monster besiegen, öffnet sich die Tür und wir können in den nächsten Raum reingehen oder ins nächste Stockwerk vordringen. So, wir haben ein Schwert und ein Schild. Denkst du, bist bereit? Also, let's go. So, da öffnet er uns die erste Prüfung. So, nun gibt es folgende Regeln. Wenn ihr genauere Infos zu meinen Regeln haben wollt, die habe ich diesmal auf meiner Website niedergeschrieben. Meine Website findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal bitte rein. Da findet ihr dann direkt auf der Website einen großen Button für Erfahre mehr zu Ultimate Trial. Dort sind alle meine Infos, meine Regeln und auch die ganzen Strafen aufgelistet und eine detaillierte Beschreibung dazu. Dort könnt ihr auch gerne hinschreiben, falls es noch andere Strafen und so weiter geben soll. Auch gerne mit einer Beschreibung. Dort könnt ihr mir einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht. Und damit können wir dann unser Strafpensum noch erweitern. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal kurz was zum Rad des Schicksals und Rad des Todes. Denn wir haben jetzt diese Seite hier. Fangen wir erstmal an mit dem Rad des Schicksals. Denn das muss nun immer gedreht werden, sollten wir eine Prüfung betreten. So, deswegen, wir stehen jetzt vor einer Prüfung, also drehen wir das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals bestimmt den Schwierigkeitsgrad der Prüfung. In dem Fall haben wir nun den Schwierigkeitsgrad schwer, was nun hier angezeigt wird. Das bedeutet, ich muss nun ins Menü wechseln. Da können wir wenigstens auch gleich mal das Menü anschauen. Ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Und wechseln von regulär, was quasi Schwierigkeitsgrad normal ist, auf difficult, was Schwierigkeitsgrad schwer ist. Wir haben hier leicht, mittel, schwer. Leicht ist quasi der normale Standardschaden, den man kennt. Regulär ist der doppelte Schaden. Und auf difficult kriegen wir den vierfachen Schaden. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal schön mit maximalen Schaden in die erste Prüfung gehen. Auch hier richtig geil eine Karte gemacht, also das ist richtig schön designt, Leute. So, achso, den Bumerang kann ich auch gleich mal ausrüsten. Das ist eine gute Idee. Ja, und zum Todesrad, das ist glaube ich selbsterklärend. Sollten wir jetzt in dieser Prüfung sterben, müssen wir das Rad des Todes drehen und mir wird ein Handicap auferlegt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten. Und gehen in die erste Prüfung rein, Leute. So, let's go. Also wie gesagt, diese Prüfung hier kenne ich. Die habe ich schon gespielt. Habe ich auch einmal komplett beendet.
Danach ist für mich das Game auch komplett blind. So, ihr habt gemerkt, wir haben alle Gegner getötet. Wir haben aber leider gar keine Rubine bekommen. Die Tür öffnet sich und wir gehen in die nächste Ebene. So, auch wenn ich das bereits kenne, ich glaube nicht, dass ich die Räume im ersten Run clearen werde. Da doch an einigen Stellen schon... Ah, seht ihr? Shit. Da haben wir direkt einmal vierfachen Schaden kassiert. Da die Räume an einigen Stellen wirklich schon sehr anspruchsvoll und hart sind. So, einmal den Boomerang. Das Geile ist, wenn die Gegner sterben und Rubine droppen lassen, dann fliegen mir die Rubine auch hinterher. Also das ist wirklich ziemlich cool. So, warte mal, da kommt noch oben einer runter. Die Gegner droppen hier auch keine Items, sondern... wirklich nur Geld. Items muss man sich alles selber kaufen und man bekommt quasi nur die Möglichkeit, mit dem Geld sich diese Items dann im Nachhinein in der Festung zu kaufen. Ich zeige euch dann auch gleich, wenn wir den ersten Versuch gescheitert haben oder gestorben sind, was auf jeden Fall passieren wird, da bin ich mir relativ sicher. Ja, da zeige ich euch gleich. Oh shit. Wo die ganzen Shops sind und dann können wir uns allgemein mal so ein bisschen umschauen. So, tschüssi. Ich denke, es wird nicht lange dauern. So. Also selbst wenn ich jetzt nicht am Reden bin und mich richtig schön konzentriere, merke ich immer wieder, wie anspruchsvoll das doch ist. So. Jetzt haben wir, genau, jetzt haben wir eine neue Ebene erreicht. So, let's go. Und hier hinten droppt, glaube ich, auch noch einer, genau. Oder spawnt einer. Ja, jetzt sind wir schon in Dodongos Höhle, habt ihr schon gemerkt. Ja, und das wird später auch noch richtig anspruchsvoll werden, denke ich. Also ich weiß nicht, wie die zukünftigen Prüfungen aussehen werden. Aber da das die erste ist und die einfach sein soll, haben wir hier, glaube ich, schon ordentlich zu kämpfen. Oh, perfekt. So, wir haben bisher 11 Rubine, das ist halt auch nichts, ne? So, der Raum ist schon ein bisschen anspruchsvoller, weil wir haben hier solche Laseraugen. Zyklopen. Zack. Das Geile ist, wir haben das Masterschwert, also die Gegner hier zum Beispiel, das ist einfach für uns ein One-Hit. Genauso wie die anderen Gegner, die Zyklopen, wir können ja Bomben standardmäßig tragen als großer Link. Ist halt ein großer Vorteil davon, dafür, dass wir halt erwachsen sind. So. Und damit ist auch dieser Raum geklärt. So, der ist schon ein bisschen tricky, der Raum, weil... Die Fledermäuse sind eklig. Ich finde übrigens die Musik sehr cool. So, zack und weg. Ja Leute, schreibt mir gerne mal einen Kommentar, wie ihr das Projekt findet, wie ihr die Idee dahinter findet, dass wir hier mal wieder komplett eskalieren im Schwierigkeitsmodus. Mann, ich habe Angst vor der Fledermaus. Wo sind die? Da hinten. Okay. Okay, da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Ah, gut. Und jetzt schön mit dem Boomerang. Tschüss. Ja, Hauptziel ist wirklich, dass wir halt nicht getroffen werden, ne? Dementsprechend kommen wir dann immer relativ tief weiter und können weitere Monster töten und können mehr Geld farmen. Und wenn wir den Trial abschließen, schalten wir halt neue Trials frei, neue Prüfungen, bekommen auch neue Gegner, neue Gegenstände, alles Mögliche wird dann freigeschaltet. Dementsprechend immer schön aufpassen. So, jetzt sind wir in Lord Yabu Yabus Bauch angekommen. Das ist so cool gemacht, ey. Diese Idee einfach. Liebe ich. Also ganz ehrlich, so ein Zelda-Spiel hat doch einfach mal gefehlt, oder? Das ist so eine geniale Idee. Wahnsinn. So, und jetzt schön mit der Sprungattacke. Außerdem kann man da auch mal so ganz neue Kombinationen immer ausprobieren. So Sachen, die man vorher vielleicht gar nicht wusste. Das sind alles solche Dinge, die sind sowas von cool gemacht.
freue mich richtig auf dieses Projekt, Leute. Ich freue mich richtig auf dieses Projekt, das mit euch zusammen durchzuzocken. So, und ich hoffe, ihr betätigt euch da schön mit und besucht auch mal meine Website und lest euch die Strafen durch und schreibt vielleicht auch Kommentare zu eigenen Strafen, Ideen. Wie gesagt, für mich ist das Game ja auch blind. Vielleicht ist einer von euch ja auch so und sagt, yo, ich kenne das Game schon und in Zukunft wäre dann wahrscheinlich noch so und so eine Strafe ganz geil, weil da noch das und das passieren wird. Da seid ihr mir dann ein bisschen voraus. Dementsprechend wäre cool, wenn ihr da solche Strafideen mit reinschreibt, aber vielleicht nicht unbedingt spoilern würdet, weil ich kenne wirklich nur diese Prüfung hier und danach ist es für mich blind und wäre cool, wenn ich halt dementsprechend auch das alles blind erleben kann. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, mittlerweile fast 40 Rubine. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wenn wir dann wirklich das erste Mal sterben, dann gehen wir erstmal schön shoppen. Sehr schön. Ah, läuft gut, Leute. Läuft gut. Ich freue mich. So, ja. Der kommt immer... Da muss man relativ schnell sein, weil der kommt doch relativ unerwartet. Und dann haben wir ihn aber auch schon. Zack. Geil. Lief gut. Droppt der Geld? Jo, ein Rubin. Wie traurig. Okay, weiter geht's. Dann sind wir jetzt schon... Ah ja, sind wir auf einer neuen Ebene. Das ist so Ikana-mäßig angehaucht, glaube ich. Finde ich zumindest das so... Oder Ebene von Heil... Nein, hat er mich erwischt, der Penner. Gibt's doch nicht. Ah, das war ein Fehler von mir. Schade. Ja, übrigens, um euch das mal zu demonstrieren. Ich kann übrigens, wenn ich in einem Trial bin, den Schwierigkeitsgrad nicht mehr ändern. Hier sieht man übrigens noch so eine schöne Ansicht, wie viele Tote ich schon hatte. Später gibt es dann auch noch solche Sachen, glaube ich, wo man bestimmte Mengen an Monsterhorden abwehren muss. Dann, das ist, glaube ich, dann dieses Waves. Enemies ist quasi das, wie viele Gegner ich insgesamt schon getötet habe. Kolosseum, keine Ahnung. Und wir befinden uns aktuell im Child, also im Kind Trial. Und es gibt dann auch Adult, also Erwachsener, und Hero für Helden Trial, Heldenprüfung. Die Sachen gibt es dann alle noch. Und ja, wie gesagt, ich kenne nur den, die Kindprüfung. So. Dementsprechend kenne ich mich ja hier auch schon ein bisschen aus, weiß, welche Gegner wann kommen. Das ist auch schon ein großer Vorteil für mich, den ich mir erarbeitet habe. Weil normalerweise bist du halt sehr überrascht, sag ich mal. Zum Beispiel wie der hier. Und weiß nicht, dass der auf dich zukommt. So, zack. Und du lernst quasi, ne? Du lernst Ebene für Ebene, lernst du was kennen, wirst sterben. Versuchst es dann wieder erneut und wirst wieder sterben und kommst aber immer ein Stück weiter. Du wirst ja auch immer ein bisschen stärker zurückkommen. Eben gerade weil du ja das Geld hast und dadurch immer schön Items kaufen kannst. So. Ich bin auch gespannt auf unsere erste Strafe. Weil wir haben aktuell noch nicht so viele Strafen, die halt unbedingt Sinn ergeben. Weil halt einige wirklich erst für später ausgelegt sind. Ah, shit, die Geister. So. Du. Werd mal wieder sichtbar. Und schöne Sprungattacke. Zack, weg. Ja, Geister finde ich eigentlich immer relativ easy. Und tschüss. Also ich muss sagen, wir sind ganz gut unterwegs für den ersten Run. Wenn wir uns jetzt noch ein bisschen konzentrieren und 60 Rubine vielleicht noch kriegen, dann bin ich ziemlich erfreut.
So. Und natürlich können wir auch immer an die Bäume rollen, da kommt auch Geld runter. So, 59 Rubine, das läuft doch. Okay. Hier kommt, glaube ich, der Wolf, ne? Ja. Shit, ja. Und da ist er, unser erster Tod, Leute. Und ihr werdet sehen, wir landen jetzt zurück in der Festung. Wir sind gestorben. Das bedeutet, wir switchen rüber auf das Rad des Todes und interagieren mit diesem. Und schauen mal, was unsere erste Strafe wird. Die schwächste Ausrüstung. Das ist so ein Ding, das spielt aktuell noch keine Rolle. Das ist halt für später gedacht. Wenn ich bessere Waffen habe, bessere Schilder, bessere Rüstung. Das alles kann man nämlich hier erwerben. Dann darf ich nur mit der dementsprechend schwächsten Ausrüstung spielen. Da das für euch jetzt aktuell keine wirkliche Strafe ist, würde ich sagen, ich rolle noch einmal. Okay, dann haben wir jetzt die Strafe Geld sinnlos ausgeben. Ist, glaube ich, wirklich eine eklige Strafe zum Anfang. Ich switch erstmal wieder rüber. So, da sind wir wieder. Und ja, ich darf zwar mein Geld ausgeben, aber diese Strafe sagt mir quasi, ich muss mein Geld mit dem sinnlosesten Gegenständen ausgeben. Das heißt, das hier ist jetzt erstmal der Shop. Den kann ich euch ja erstmal zeigen. Wir machen für die erste Folge ja sowieso ein bisschen Überlänge. Dieser Typ hier verkauft mir zum Beispiel Herzteile. Die kosten am Anfang, glaube ich, auch nur 20 Rubine oder 10 Rubine. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Oder Herzcontainer direkt. Wird aber dementsprechend auch immer teurer. So, hier seht ihr dann auch schon ein ordentliches Arsenal an Schuhen. Das ist auch alles nicht so teuer. 30 Rubine. Dann haben wir hier Dekonüsse. Wir können uns hier einen verbesserten Schild kaufen. Ist schwer zu verlieren und zu brechen. Dann das Windrad. Das ist auch ein richtig geiles Item. Und Hydrothermal-Tunik. Das ist für Unterwasser und für Feuerschaden. Also das ist auch richtig gut. Das ist quasi das, was wir hier so kaufen können. Dann haben wir hier unten noch einen Shop. Der Misty Bomb Bazaar. Der übrigens auch einen Bogen verkauft. Das heißt, den könnten wir uns jetzt theoretisch auch schon kaufen. Eine Bombentasche verkauft er auch. Darf ich mir aber leider dank der Strafe jetzt nicht kaufen. Und ich hätte fast gesagt, Dekonüsse sind da wirklich das Sinnloseste, was wir aktuell kaufen können. Später wird es noch so sein, dass wir wahrscheinlich Tränke kaufen können, die wir dann einfach wegschütten. Das wäre dann der sinnloseste Fall. Ja, hier gibt es dann auch noch einen Shop, einen Waffenshop. Der wird dann später erst aktiv, wenn wir die erste Prüfung abgeschlossen haben. Genau. So. Und hier gibt es dann auch noch einen Shop. Aber ich glaube, das wird dann auch erst später einen Tränkeladen. Genau. Aktuell ist hier noch niemand. Das ist halt dann so eine Sache. Je nachdem, wie weit du kommst, je mehr Prüfungen du abschließt, desto mehr Leute kommen hierher und du kannst dir mehr Gegenstände kaufen und wirst stärker. So. Ja, ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt halt Dekonüsse. Weil ich mein Geld halt sinnlos ausgeben muss. So. Kann ich mir denn nochmal Dekonüsse kaufen? Nein. Mehr darf ich nicht kaufen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir kaufen uns einfach nochmal Eisenstiefel. Weil die nützen mir ja aktuell auch nichts. Und mehr kann ich mir ja sowieso... Oder kann ich mir noch ein Schild kaufen? Wahrscheinlich nicht. Nö, dann kaufe ich mir noch Eisenstiefel. Das wäre dann für mich das Sinnloseste aktuell. Mehr geht gerade nicht. Jo.
Das wäre unsere erste Strafe gewesen. Eisenstiefel und Dekonüsse. Mein Geld ist damit wieder leer und wir gehen in die nächste Runde in unsere Prüfung. Aber das würde ich sagen, Leute, machen wir in der nächsten Folge. Das war jetzt so die erste Tutorial-Folge, Pilot-Folge, wie ihr es nennen mögt. Wie gesagt, aktuell gibt es noch einige Strafen, die halt noch keinen Sinn ergeben. Deswegen müssen wir manchmal rerollen und hoffen, dass dann halt eine Strafe kommt, die Sinn ergibt. Ich würde mich auch freuen, wie gesagt, wenn ihr da noch ein bisschen Feedback zu geben würdet, wie ihr das findet. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Dann drehen wir auch wieder das Rad des Schicksals. Denn jedes Mal, wenn wir den Trial betreten, müssen wir das tun. Vielen Dank aber erstmal fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu diesem ultimativen Projekt. Tschüssi, Leute.